Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner Review von XXXIII, unter anderem mit Vin Diesel und Donnie Yen, aber wir haben auch Samuel L. Jackson und Tony Ja am Start. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum meine Kritik erst so spät online ist, nämlich am Tag des Kinostartes, dann liegt das garantiert nicht daran, dass ich irgendwie zu faul bin oder so. Nein, denn manchmal kriegen wir von den Studios Sperrfristen bzw. Daten vorgegeben, an denen wir die Kritiken veröffentlichen dürfen. Und wenn das dann, wie in diesem Fall bei XXXIII zum Beispiel, direkt am Kinostart ist, heißt das meistens überhaupt nichts Gutes. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob das für diesen Film auch zutrifft. Also, let's go! In XXXIII gibt es mal wieder eine echt krasse Verschwörung, die aufgedeckt werden muss. Doch die Behörden können das nicht alleine schaffen und deshalb muss Vin Diesel als Xander Cage wieder zurückkehren und die Sache klar machen. Zur Story habe ich jetzt extra nicht allzu viel gesagt, denn auf der einen Seite ist sie relativ leicht zu verstehen und relativ schnell erzählt, wie eben gerade geschehen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein paar Überraschungen und ich hoffe für euch ganz dolle, dass ihr euch die neuesten Clips zum Film nicht angeschaut habt, denn damit spoilert ihr euch extrem selber und wenn ihr das erst im Kino herausfindet, ist es dafür umso geiler. Richtig toll finde ich auch, dass sich der Film überhaupt nicht ernst nimmt und einige Anspielungen auf andere Filme parat hat, wie auch einige echt gute Witze, von denen die meisten auch wirklich zünden. Also diesbezüglich hat man definitiv auch Spaß bei XXXIII. Am meisten Spaß hat man aber definitiv in den Action-Einlagen des Films, denn hier wird eine massive Over-the-Top-Action entgegengeworfen und dadurch, dass der Film sich nicht so ernst nimmt, muss man über die ein oder andere Sache auch bei diesen Action-Sequenzen lachen, aber man findet es auch gleichzeitig cool und ja, es kann Leute geben, die das total scheiße finden, weil es meistens extrem unrealistisch ist. Aber wenn man sich die anderen XXX-Filme vorher angeguckt hat und die auch gut fand, dann weiß man ganz genau, was einen erwartet. Und ja, bei XXXIII sind die Actionsequenzen einfach so herbe übertrieben, dass es schon extrem geil ist. Und die ganze Chose wird noch getoppt durch den echten 3D-Effekt, der hier verwendet wird. Man hat also nicht nachträglich konvertiert, sondern benutzt echte Kameras und es ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Man hat tolle Tiefe, es kommen sehr viele kleine Sachen rausgespritzt, wie zum Beispiel Dreck oder Funken oder auch in einigen Sequenzen sogar Nebel, der aus der Leinwand herauskommt. Das ist mal richtig geil und dann zu dieser Over-the-Top-Action passt das wie die Faust aufs Auge. Gepasst hat übrigens auch die Schauspielleistung, wie ich finde. Also wir haben hier nichts Überragendes, aber dafür sehr solide und sympathisch. Nur Tony Ja, von dem bin ich ein bisschen enttäuscht, weil Donnie Yen fightet so richtig krass zum Beispiel und Tony Ja zeigt nur ein kleines bisschen seines Könnens. Und ja, ich weiß und ihr wisst auch, dass er definitiv mehr drauf hat und von ihm hätte ich auf jeden Fall gerne mehr gesehen. Weiterhin nicht so gut fand ich, dass das Niveau der Spezialeffekte in manchen Action-Szenen schon sehr stark schwankt und ja, die Musik ist auch nicht immer mein Fall gewesen, aber das ist ja Geschmackssache. Doch ihr merkt, ich habe eigentlich wirklich kaum was auszusetzen an XXXIII. Was haben wir also für positive Aspekte? Da haben wir zum Beispiel die recht nette Story, die super krasse Over-the-Top-Action, den damit verbundenen extrem geilen 3D-Effekt, sehr sympathische Schauspieler, ja, und einfach guten Witz im Film. Die negativen Punkte sind zum Beispiel, dass ich gerne mehr von Tony Ja gesehen hätte, weil die paar Moves, die er zeigt, sind meiner Meinung nach zu wenig und ich weiß, dass er mehr kann und ja, er hätte sich mehr einbringen können. Dann die Musik bleibt eigentlich auch zu einigen Teilen relativ schwach, es hätte ein bisschen ausdrucksstärker sein können und die Spezialeffekte sind nicht in allen Actionsequenzen gleich hoch, was das Niveau betrifft. Aber so viele negative Aspekte habe ich ja auch jetzt nicht wirklich zu XXXIII genannt, denn der Film hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ich hatte super viel Spaß in der Pressevorführung und deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum die Sperrfrist ausgerechnet bis heute, also bis zum Kinostart ist, denn auf jeden Fall bekommt der Film zumindest von mir sehr gute 8,5 von 10 Punkten. Und da der Film ja bereits heute angelaufen ist, bin ich schon sehr auf eure Meinung zu XXXIII gespannt, also schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen bei eurer Entscheidung, XXX zu gucken oder auch nicht. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hier geht es am 23.01. dann mit der Review von Resident Evil The Final Chapter weiter. Also Leute, ciao, tschüss und bis dann!